Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir haben einen fixen Auftrag erhalten, wobei ich jetzt gerade sagen muss, komm, scheiß mal drauf. Ich mache jetzt trotzdem die Kampagne, weil ich bin hier gerade in der Nähe, deswegen machen wir das jetzt. Den fixen Auftrag hört sich mir so ein bisschen komisch an. Den können wir dann nachher ja immer noch machen. Ja, ist ja nicht das Problem. So, ich parke jetzt einfach hier mitten auf der Street. Das dürfte ja kein Problem sein, würde ich mir behaupten. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Ah, so sieht es nämlich aus. Kaufen Sie das Sturmgewehr 416. Na dann. Wollen wir mal einkaufen. Hallo. Hallo. So. Granatwerfer, Scharfschützenschurke, Sturmgewehre. Ganz unten sind sie doch. Ich soll das 460 kaufen. Habe ich so viel Geld? Ja, sicher. Kaufen. Kaufen einfach. Was soll's. Ja. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Vielen Dank. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, okay, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit. Ist mir ist jetzt gerade blöd, ich kann ja noch nichts machen, weil... gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Hm? Ha? Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Lol. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, gemacht? Die sie verdienen. Ach so, hallo, cool. Wir können auch so fahren, ist ja nice. Würde ich jetzt nicht machen, weil mich das, glaube ich, total irritieren würde. Deswegen, ich fahre lieber so, das passt schon. Allerdings sollen wir jetzt... Okay, wir sind jetzt irgendwo da. Was war das denn? So. Wo will er denn hin? Bleib stehen, Junge! Ich kriege dich! Das glaubst du nicht. Ich habe gesagt, ich kriege dich. Bleib doch mal stehen. Ich mach's kaputt. Ah, warte mal, Problem? Vielleicht mache ich ihn noch nicht kaputt. So, zack, so sieht's nämlich aus. Dann gibt's hier mal auf die Fresse, zack. Ah, toll, jetzt wird man auch noch von dem hier gestresst. Währenddessen. Wäre mal schöner hier. Ah, aber das Schöne ist, wir sind direkt in der Nähe einer Bank. Das bedeutet, ich gehe mal Geld abholen, einfach von irgendjemandem. Mal gucken, ob das funktioniert. Ach nee, scheiße, hier geht das ja gar nicht. Ich muss ja erst den Turm freischalten. Bedeutet natürlich, hops. Wo ist denn die Karre? Wo ist die Karre? Wo habe ich die Karre hingestellt? Hä? Ja gut, dann nehmen wir die. Bin ich mit der hergefahren? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich hatte, ah doch, ja, so, stimmt. Mit der bin ich hergefahren. Richtig! Hier ist auch so... Oh, hier ist so ein Minispiel. Wo fängt denn das an? Wo ist denn das? Achso, das ist noch ein Stück geradeaus. Ja, vielleicht sollte man auch mal ein bisschen auf die Minimap gucken. Dann sieht man die Sachen auch vielleicht. Und hier irgendwo müsste das sein. Ich will mal, weil ich würde mal gerne auch so ein Minispiel machen. Das ist gerade alles so neu, man kann so viel entdecken. Cash-Run-Spuren in der Nähe, da. Neu und interessant. Komm, machen wir einfach mal. Cash-Run. Cash-Run-Tutorial ansehen, nein. Brauchen wir nicht. Okay. Alles klar. Auch geile Mucke. Okay, hoch. Weil auf die roten darf ich nicht kommen, sonst ist das nicht gut. Da. Irgendwo da. Da. Zack. Bin ich hier raus. Zack. Wie viel Zeit habe ich? Ach so, ich habe noch genug Zeit hier. Ist ja auch, wie viel man hat. Also wie viel Zeit man hat dann dafür. Wie viel? Wie viel Zeit man hat? Das steht da oben. Wie viel man sammeln muss? Ah, da unten steht es. 42. Das wird sich aber ganz schön viel in der Zeit. Hoch. Aiden, wir machen was jetzt, den Shit. Boah, das war knapp. Das war easy. Hier wahrscheinlich auch wieder durch. Ja, das war. Oh shit, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ein so ein fettes Ding berührt. Schon Zeit abgezogen bekommen. 1,40 ist wahrscheinlich meine Zielzeit. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Los, spring da rüber. Nein, nein, nein. Oh, Junge. Knapp. Geh mal hoch. Aiden. Aiden geht da wieder hoch. Ist fein.
Brava, Aiden. Nein, Aiden, nicht da runterfallen. So, jetzt können wir runter. Ich glaube, das wird nichts mit dem 1,40, aber das macht ja auch nichts. Ist ja nicht so schlimm. So, da muss ich hoch. Okay. So, dann hier rüber. Dahin. Ah, wir sind jetzt schon drüber. Nächste Zeit ist 2 Minuten 5. Das könnte eher was werden. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Also, mir sagt das ganze Spiel, ich muss mir demnächst auf jeden Fall, ich muss gucken, irgendwie muss ich mir jetzt einen 8-Kern-Prozessor klären, weil, verdammt. Jetzt bin ich wieder zum Schluss mal irgendwo gegengelaufen. Ja, gut, ich meine, was soll's, ne? Was soll's? Wenn. Haben wir mal so ein Minispielchen gemacht, davon werde ich wahrscheinlich nicht alle machen, aber das ein oder andere, warum denn nicht, ne? Kann man ja mal machen, durchaus. Aber nur schon wieder. Neuer? Ne, ist immer noch der gleiche oder ist es ein neuer? Ich hab, vielleicht, ich glaube, diese Aufträge sind ja auch irgendwann mal weg, ne? Naja, wird schon. Aber ich will erstmal diese Hauptkampagne machen. Ich glaube, wir schalten uns dann hier auch ein bisschen was frei. So. Genau, den Sportwagen als Schutzschild benutzt. Genau so muss man das nämlich machen, falls ihr das noch nicht wusstet. So fährt man auch Auto. Das wird einem so nicht beigebracht. Aber es ist gut, das zu wissen. Gut, wo ist denn die Hauptmission? Irgendwo hier. Ah, Backstage Pass. Da. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Gut, das bringt mir jetzt hier allerdings dann überhaupt nichts, weil hier einfach alles kaputt geht. Einfach so. Also ich meine, hallo, was soll das denn? Unglaublich. Shit. Da sind überall Waffen, das hab ich gerade so gesehen. Hier wahrscheinlich auch. Das, oh, ich kann das Tor hacken. Problem ist natürlich, dass mir das nicht sehr viel bringen wird. Oh, den kann ich hacken. Mach mal Platz. Willst du ein bisschen spielen? Klar, ein bisschen spielen. Schau mir nicht nach, Loser. Ganz sicher. Geil. Sie haben Kreisen. Jetzt haben wir einen Song bekommen, ich bin begeistert. Läuft. So, können wir hier irgendwas machen? Entriegeln. So. Ja, wie gesagt, irgendwie schon cool, ne? Ich will jetzt hier soweit nicht sprengen, weil ich das noch gar nicht brauche. Das Problem ist, wo muss ich jetzt hin? Wir gehen mal kurz hier hin. Wir werden mal kurz die Kamera benutzen. Gabelstapler. So, das ist ja alles jetzt zur Ablenkung. Hier ist auch ein Gabelstapler. Uninteressant. Ich muss gucken, wo ich überhaupt... Wo soll ich denn hin? Oh. Ich hab mal Mittel. Das tut mir total... Sorry. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Wo muss ich denn hin? Das ist jetzt nämlich so ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Das Hacken. Was heißt das Hacken? Dieses, ich finde das lustig, dass ich überall das machen kann und so. Schon ziemlich cool. Ich denke mal, ich muss ins Gebäude rein. Was ist hier? Ihn irgendwie ablenken. Sir, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Hypothek abgelehnt wurde. Was? Warum? Weil sie mit kriminellen Elementen in Verbindung stehen. Das stimmt nicht. Kann ich vorbeikommen und das persönlich besprechen? Aha. Kann man doch bestimmt was drehen. So, jetzt bin ich hier auf jeden Fall schon mal drinne. Achso, ja, deswegen noch andere lokalisiert eine Wache mit dem Zug. Ah, okay. Lol. Ja, super. Der kann auf jeden Fall Verstärkung. Wir sind einige mit, Und wie lokalisiere ich die mit der Kamera am besten? Weil dann weiß ich das ja schon vorher. Das wäre natürlich super. Jetzt komme ich nicht mehr in die andere... Oh, jetzt habe ich schon eine Kackkamera. Ey. Okay. Alles klar, dann wollen wir mal. Lokalisieren Sie die Wache mit dem Sicherheitscode. So, wir gehen mal rein. Oh, scheiße.
Ich hatte gerade an mir vorbei. Hoffentlich. Jetzt bleibt der Arsch hier stehen. Geh mal weg da. Wer war das? Deine Mutter. So, zack. Der nächste steht direkt hier. Natürlich ist natürlich. Harmonize. Der Spaß hat. Oh, hab ich ein Glück, dass der mich nicht gesehen hat, Alter. Ohne Witz. Kann Verstärkung rufen. Das ist natürlich super. Wie soll ich denn eine Wache mit Sicherheitscode lokalisieren? Ich könnte das hier sprengen. So, zack. Hacken. Alles klar. Den Zugang zu benutzen, um den Server zu erreichen. Wo sind die Server? Die Server. Die sind da hinten. Ist doch kein Problem. Moment. Nee, warte mal. Ich stehe gerade total scheiße, muss ich mal so sagen. Macht aber nichts. Ich muss mal hier kurz, zack, herstellen den Köder. Jetzt kommt der Arsch noch. Nee, jetzt will ich verarschen. So, und immer wieder um die Ecke. Oh, fuck. Hey, das ist nicht persönlich, das weißt du doch. Achtung! Problem ist, dass auch noch einer. Oh, fuck. Okay, das war schon mal. So, du bist tot. Es tut mir leid, ich musste dich töten. Ja, meine Güte. Was soll ich machen? Okay, warte mal. Warum nicht? Also stirb. Lol, Hilfe. Nein. Die wollen mich alle töten hier. Oh, ich muss nachladen, Junge. Ich kann nicht das Holz. Alter, das Ziel mit dem Controller ist echt nicht schön. Muss ich einfach mal kurz so sagen, da kommen wir mal hoch. Ja, nee, ist klar, ne? Ich bin gleich tot. Wollte ich noch mal so kurz erwähnen. Ich bin tot. Sie wurden getötet. Mission gescheitert. Backstage passt deine Mutti. Yo. Boah, das ist aber schwer, ey. Das ist echt. Da bin ich fast am Überlegen, ob ich, wenn ich schießen muss, wechsle. Ich hätte es geschafft. Das ist ärgerlich gerade, ey. Ohne Scheiß. Theoretisch hätte ich es geschafft. So, ich betrete ein Sperrgebiet. Das ist mir doch Wurst. Ja, scheiß drauf. So, jetzt machen wir es nochmal. Jetzt gehen wir nach hoch. Easy. Ha. Okay, ich mach das doch nicht. Ich geh wieder weg. Tschüss. Ich hab keine Lust mehr. Ja, genau. Wie weit treffen die mich denn? Bleib mal lieber hier so stehen. Das ist ja ganz schön gefährlich hier. Der ganze Scheiß. Scheiße, ey. Fuck. Naja, mach. Ich glaube, ich würde mal die Mission neu starten. Ne? Ist das die Mission? Nee, ich will die Mission nicht neu starten. Oder ich lasse mich jetzt nochmal töten und versuche das ohne entdeckt zu werden. Also ohne entdeckt zu werden muss das ja auch funktionieren. Das geht auch tatsächlich, ne? Tötet mich! Los, tötet mich! Da bin ich! Aua. Ja komm, schieß weiter. Jawohl. Was ist drauf? Du bist ein Held. Okay, jetzt bin ich zweimal gestorben, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber das zweite Mal wäre jetzt auch gewollt, weil das war scheiße. Das war richtig, richtig scheiße. So, jetzt müssen wir mal volle Concentration hier reinlegen in die ganze Geschichte, ja. Weil, dass der da steht, das konnte ich ja noch nicht ahnen. Wir werden uns jetzt wieder in die Kameras hacken. Mhm. Ich soll das erreichen. Okay. Da wäre noch eine Kamera, die mich jetzt dahin bringt. So. Jetzt bin ich wieder in der Scheißkamera drin. Toll. Achso. Ich wollte gerade sagen, ich darf mich nur einmal reinhacken, ist natürlich ein bisschen mies. Ich würde gern in die Kamera, war das. Nee, das ist jetzt auch nicht so viel. So. Okay.
Die kann Verstärkung rufen, da kann sich ja ganz schön was freuen. So. Lol, was hab ich... What? Alter! Krasser Scheiß, ey. Das Problem ist, jetzt sind die ja schon alle. Das Problem ist, sie sehen das ja, das ist auch ein bisschen doof. Aber die schmeißen das zum Glück irgendwo hin. Ah, einfach weg. Ziemlich weit geworfen, muss ich auch sagen. Jetzt gucken die natürlich hier oben, das ist ziemlich lustig. Pass gut auf! Such den Kerl! Ja, such den mal. Vielleicht findet ihr ihn sogar. So, zack, gehackt. Vielen Dank. So, jetzt lassen wir mal den Spaß beiseite, ne? Passt schon. Jetzt ist das Gute theoretisch ist auch, die sind da oben jetzt alle beschäftigt. Ja gut, das ist gut und schlecht zugleich, denn... Das bedeutet natürlich, dass die jetzt hier auch fett auf der Suche sind. Allerdings, warte mal, kann ich hier hoch? Ja. Gabelstapler nach oben, zack. Ich mich hier. So. Ja, ich muss da auch total durch. Nein. Ihr wollt nicht hier hinkommen. Warte, sprengen. Kann man ihn auch sprengen? Nee, kann man nicht. Ja gut, die hören natürlich die Granate. Lol. Ja, so geht's auch. Ne? Kann man auch so machen. Die können aber auch nicht, die können niemals wissen, dass ich hier bin. Das geht nicht. So, ich wechsle. Nein, warte. Moment, halt, stopp, ausfüllen. So. Wir nehmen jetzt mal einfach die Waffe. Und ich versuche jetzt mal ganz kurz Steuerung zu wechseln hier. Hier ist nichts, ich guck da drüben. Ich hab hier nichts. Geh nach da drüben. Also jetzt die Maus ist ganz schön. Ach guck mal, die klettern da auch einfach hoch. Oh oh. Das Doofe ist halt ein bisschen, ich finde das doof zu zielen so. Ja. So. Jetzt hat hier keiner mehr irgendwas zum Hacken. Ich suche woanders weiter. Ich hab hier nichts. Genau. Ich geh da rüber. Oh, Moment. Vorsichtig! Alles sauber. Ich geh da lang. Lalalalalala. Noch einer ist tot. Achtung! Muss ich mich gerade verarschen, er hat mich nicht gesehen. So. Er ist tot. Ist er tot? Er ist tot. Der ist tot. Ja, genau, den kann ich durch den Zaun nicht treffen. Unmöglich. Ja, unmöglich. Ja, du müsstest da theoretisch auch schon rauskommen, mein Freund. Kann man hier noch irgendwas machen? Nein, der ist tot. Hm. So, der ist tot. Ich muss jetzt mal ein bisschen Waffengewalt hier anwenden. Das geht ja so nicht, ne? Ja, toll. Super. Es gibt hier nur noch tatsächlich zwei Leute, die sich verarschen. Ab jetzt will ich mein Geld im Voraus. Ja, mach das, mir egal, was du willst, ey. Reiß dich zusammen. Lol, ach, guck mal hier. Lol. Nein, 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 du willst mich nicht töten. So. Da muss ich dir leider einen Headshot geben. Tut mir fast leid, aber auch nur fast. Ja, genau, du kannst gerne runtergehen, das ist gar kein Thema. Mach das mal. Geh mal mit hier, den Scheiß. Geh mal runter und mach mal da den Scheiß. Kommt er wieder hoch? Nee, ach, der. Moment, hier ist noch was. Was haben wir denn hier? Ach so, eine Waffe. Ja, nehmen wir mal mit. Nehmen wir einfach mal mit die SMG. Warum denn nicht? Ist ja for free. For free nehmen wir gerne mit. So. Was hier? Anlocken. Anlocken. Ach, das war vielleicht doof. Ah, ist egal. Macht ja nichts. Dann wollen wir mal gucken, was muss ich hier tun? Ach so, ich muss... Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe es sehr gut, dass ausgerechnet durch irgendein Programm sagen muss, ich muss ein Update haben. Ah, okay. Dann zack, 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 okay. Ja, das Hacken ist jetzt soweit verständlich. Verstehe ich durchaus. Allerdings, okay, ah, muss man das noch freischalten. Okay. Dann hätte ich mir ja den Einweg sparen können, theoretisch. Oh, lol, ich glaube, da werde ich entdeckt. Kann das ja. Oh, lol, wie viel muss ich in die Hacken, ey. Okay, 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 okay. Dann hat man auch eine begrenzte Zeit übrig. Das ist interessant. Dann sind wir hier. Dann hacken wir das wahrscheinlich. Video lasse ich jetzt mal durchlaufen. Werde ich wahrscheinlich irgendwann mal beenden. Warum auch immer das Video kommt, das kann ich... Das ist doch eine Privat... Und das machen wir mal einfach. Stellen. Entriegeln.
Ich bin drin. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Okay, damit haben wir das auch erledigt. Der, irgendwo hängt der hier noch. Und was soll ich tun? Töten Sie alle. Lol. Der Arsch. Toll. Wo läufst du denn jetzt hin? Komm her. Soll mir den Kopf, kann ich hier durchschießen? Dann? Alter. Ach komm. Deine Mutti, warum kann ich ihn nicht töten oder treffen, aber er mich? Was soll das denn für ein Scheiß hier? Finde ich aber nicht in Ordnung. Aha. Alter, das Schießen, ey, das ist echt Katastrophe. Das Ziehen ist jetzt so ein bisschen doof, ne? So, geht doch. Alle tot. Bedrohung ausgeschaltet, so sieht es nun einmal aus. Damit habe ich den Bezirkszugang freigeschaltet. Skillpunkt erhalten. Wunderbar. So, ist natürlich immer noch hier ein böser Bereich, da darf ich eigentlich gar nicht sein. Du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss einen Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Dann hat er Glück. So, wir sollen zwar jetzt eine Mission machen. Allerdings werde ich mal jetzt Folgendes tun. Moment, da ist die Kampagne, dann geht's ja weiter. Wir werden uns jetzt mal hier hinporten. Nee, per Schnellreise dahin. Ne, das ist sehr viel schneller als zu fahren. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Schnellreise. Und dann werde ich wieder in unser schönes... Alter, war das gerade dunkel. Junge, Junge, Junge. Werde ich mich in mein Bett schön legen, ein bisschen schlafen. Bedanke mich, glaube ich, einfach mal bei euch fürs Einschalten. Ich glaube, die Folge ist lang genug. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich guck auch immer nicht auf die Zeiten. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute!